So, da sind wir bei Heavy Rain. Weiter geht's. Wir haben beim letzten Mal mit Scott wild um uns geschossen in der Villa von Gordy Kramer und Madison hat den Namen von John Shepherds Zwilling herausgefunden. Wir haben ihn noch nicht mitbekommen. Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir sind hier mit Ethan bei seiner 5. Prüfung. Und wir hoffen, dass wir auch hier die Buchstaben finden, dass wir am Ende zumindest genug Hinweise haben, um uns ungefähr zusammenzureimen, wo denn Sean letztendlich dann wirklich ist, an welcher Position. Gucken wir einfach mal, was diese Prüfung hier für uns bereithält. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus mit diesem weißen Raum. Und wir sind nicht so weit gekommen, um jetzt hier am Ende zu scheitern. So viel steht schon mal fest. Die letzte Origami-Figur. Die letzte Prüfung. Oh yes. Okay. Die letzte Prüfung. Das ist eine Uhr. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ach, shit, was ist das denn für eine Prüfung? Mich selbst umbringen? Es muss anders gehen. Ich kann mich nicht töten, um meinen Sohn zu retten. Das macht auch absolut keinen Sinn. Nicht töten, um Sean zu retten? Lächerlich. Ich finde sicher einen anderen Weg, um ihn zu retten. Sean retten und sterben. Himmel. Er verliert seinen Vater, aber wenigstens lebt er. Vielleicht ist es das Richtige. Ja, auf der anderen Seite, wir brauchen wirklich so viele Hinweise wie nur möglich, um hier am Ende dann die auch Kameras, herauszufinden, wo er ist. Die beobachten mich. Das ist wohl wahr. Das ist das, was Kameras am allerbesten können. Ich meine, die können nicht so gut laufen, die können nicht so gut reden, aber also gucken und beobachten. Da sind sie meisterhaft drin. Gift. Wenn ich es trinke, bin ich in einer Stunde tot. Wenn nicht, kriege ich die letzten Buchstaben nicht. Gut, dann runter damit. Und her mit den letzten Buchstaben. Ich habe mich entschieden. Was ist das eigentlich für Zeug? Irgendeine blaue Flüssigkeit. Das könnte alles sein. Habt ihr es gesehen? Ich hab's getrunken für euch, Kameras. Besser gesagt für den Menschen, der da dahinter sitzt. Die letzten Buchstaben sind jetzt auf Ihrem Telefon. Okay. Schauen wir mal, wie viel wir haben. Aha! Theodore Roosevelt Road. Oder so ähnlich. Ich habe getan, was ich tun musste, Sean. Dein Dad kommt und holt dich. Eine Stunde. Wir haben noch genau eine Stunde Zeit, um Sean zu retten. Dann ist alles vorbei. Ja. Das ist eine endgültige Maßnahme, aber um Sean zu retten, haben wir so viel durchgemacht. Von dem her war das jetzt auch noch eine Sache der Ehre, das ja auch noch durchzuziehen. Und die große Frage ist natürlich auch immer, ist es überhaupt Gift gewesen? Ist es eine Lüge vielleicht auch gewesen, einfach nur um unseren Willen zu testen? Das ist die andere große Frage. Die Unklarheit bleibt eben da, deswegen ist es eigentlich die wir haben nur noch Stunden, um einzig richtige Entscheidung gewesen. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Genau hier vor meiner Nase. Das Kind wird sterben und ich drehe mich hier im Kreis. Norman ist auch mit den Nerven am Ende hier. Verständlicherweise. Na, haben Sie schon gepackt? What? Was willst du denn? Was reden Sie da? Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Ah ja. Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Mars ist schuldig. Der Fall ist gelöst. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Packen Sie Ihren Kram und verpissen Sie sich.
Wunderbar. So arbeitet Blech, die Polizei hier. Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Ich sehe es als Kompliment. Aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Ich hab den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende der Geschichte. Gute Heimreise, Norman. Ey, raus aus meinem Büro, Gesichtsmuschi, okay? Goddammit, Blake, es ist auch der... Den muss man einfach nur hassen. Oh Gott, geht's schon wieder los? Chip schon? Nein. Was zur Hölle? Norman, hör auf damit. Oh, was machst du denn? Der Name des Killers ist hier drin, in diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Oh, da wäre noch eine Sache. Oh, hi. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Das ist der Kerl vom Piano, Mann. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Das ist schon... Erscheinung, Norman? Wir sollten auf jeden Fall weniger von diesem Zeug nehmen, so viel steht schon mal fest. Okay, gucken wir uns die Akten mal an. Was haben wir denn in den Akten? Hol mal alles raus, was wichtig ist hier aus deinem digitalen Schrank. Vorgehensweise. Ja, wobei... Nee. Hier wollte ich nicht rein. Genau, die Hinweise. Das ist, glaube ich, jetzt eher wichtiger. Gucken wir uns die Hinweise an, die wir gesammelt haben. Okay, Reifenspuren. Analysieren wir sie einfach hier nochmal. Haben wir die schon analysiert? Ich bin gerade nicht sicher. Sind das die, die wir schon mal gesehen haben? Ah ja, Chevrolet Malibu. Okay, das ist nicht wirklich was Neues. AI war im Aufnahmemodus, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Aha. Vielleicht ist irgendetwas drauf? Genau, das ist nämlich die Sache, die ich gemeint habe. Er wurde ja angegriffen im Blue Lagoon Club. Von dem her... Sollten wir uns auf jeden Fall die Hinweise auch nochmal anschauen, die wir da gesammelt haben. Und genauer prüfen. Ab dafür. Warte mal, das war alles? Okay, warte mal, irgendwie sind Spulen hier. Also sieht man mich hier. Ist die Frage, ob man da irgendwas sehen kann, das einem war da. Ah, mal ganz kurz. Nee. Dachte für einen kleinen Moment, der hat da seine Maske nach unten gezogen, aber das war nicht der Fall. Okay. Huh. Nein, okay. Weg damit. Nicht analysieren, sondern schließen. Dankeschön. Gucken wir, was wir noch dabei haben. Zwei Quittungen von derselben Tankstelle. Richtig, die waren ja auch noch in der Tasche. Könnte in der Wohnung des Killers sein. Könnte. Woher kommen die denn? Hm, das bringt nichts. Geoanalyse müsste sie aber bringen, oder? Wo ist denn... Der Killer wohnt in diesem Bereich. Tankstelle. 342 Menschen leben dort. Es reicht nicht. Ich muss etwas finden, um den Killer genau zu identifizieren. Gut, die Frage ist natürlich, ob er da wirklich wohnt. Ich war auch schon mal zweimal an der gleichen Tankstelle, die 5 Kilometer von hier weg ist. Oder wie auch immer, wie groß der Bereich war. Weiter als dieser Bereich. Sag ich jetzt einfach mal. Okay, das sind die, die wir am Anfang gesammelt haben, die Orchideen. Das ist ja auch das, was uns nicht wirklich weitergebracht hat. Okay. Keine Daten für die Geoanalyse. Bringt es vielleicht was, wenn wir es jetzt nochmal nachträglich analysieren, nachdem wir den Bereich eingegrenzt haben? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Wo war denn hier die... keine Daten für Geoanalyse, okay. Man kann also wirklich nur bei sehr, sehr bestimmten Dingen eine Geoanalyse machen. Das ist auch nur bei bestimmten Dingen eigentlich sinnvoll. Mann, es stimmt schon, es macht nicht wirklich Sinn, ob ich weiß, wo Blue Lagoon jetzt hier ist auf der Karte.
Haben wir noch irgendetwas in den Akten, was uns hier weiterbringen kann? Vielleicht im Modus Operandi hier. Nicht so wirklich, ja? Das guckst du dir einmal an und das war's dann auch. Ich denke mal, die Daten über die Opfer bringen mich auch nicht arg weiter hier. Da haben wir uns alles schon oft genug durchgelesen. Gut, weg damit. Okay. Dann haben wir diesen Bereich jetzt auf der Karte und nicht wirklich arg viel, um es besser eingrenzen zu können. Aufgeben, weitermachen. Okay, ich habe zwar nicht gedrückt, aber er will weitermachen, offensichtlich, wenn ich zu lange warte. Gut, dann probieren wir es nochmal, gucken wir nochmal. Gibt es noch irgendetwas, was ich hier mir anschauen könnte, was Sinn macht? Ich analysiere es hier nochmal. Wo habe ich das her? Bringt mir das irgendwie was? Und da oben, da ist der Origami-Laden. Okay. Machen wir nochmal eine Geo-Analyse für die Orchidee. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Aber auch in dem Blumenladen, der direkt in dem Bereich ist. Also sogar in zwei, ne? Wie ich das hier gerade gesehen habe. Gibt es in diesem verdammten Blue Lagoon-Video nichts, was uns irgendwie noch weiterhelfen kann. Irgendein Hinweis. Kann doch nicht sein. Er hat uns auf den Tisch gedrückt, dann hat er irgendwann seinen Katana ausgepackt, wo auch immer er das her hatte. Weiß schon gar nicht mehr, wo er das hergezogen. Bah, plötzlich. Hing es an der Wand? Vielleicht. Vielleicht hat er auch gezaubert. Es bringt mir nichts. Es bringt mir nichts. Macht keinen Sinn, wenn ich hier jetzt weiter in die Richtung ermittle. Wir schließen es, AI. Wir schließen es. Es bringt nichts mehr. Ab dem Moment. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Da geraten seine Ermittlungen erstmal ins Stocken, auf jeden Fall. Ich will bei dir bleiben. Ich will nicht weg. Lauren, es sind nur ein paar Tage, bis hier alles geklärt ist. Ich soll warten, während du den Killer meines Sohns stellst? Es muss sein, Lauren. Glaub mir. Du bleibst bei deiner Mutter und ich hol dich, wenn die Sache hier gelaufen ist. Sag mir, wer der Origami-Killer ist. Wer hat meinen Sohn getötet? Hör zu, nicht mehr lange und ich werde dir alles, was ich weiß, erzählen. Versprochen. Der alte Charmeur. Aber es war ja abzusehen, dass die Verbindung, die die beiden hier haben, mittlerweile ein bisschen mehr als nur eine geschäftliche Partnerschaft ist. Und es ist vielleicht auch erstmal besser, wenn sie hier rausbleibt. Ich hole Hilfe! Halt durch! Los, beeil dich! Ich glaube, das Wasser steigt. Ich mach schnell! Bin gleich wieder da! Wieder zurück beim Rückblick. Er war noch nicht zu Ende. Ich muss jemanden finden. Das Wasser steigt noch. John kann das nicht lange aushalten. Nicht so wirklich. Deswegen sollten wir uns wirklich schnellstens irgendwie Dad, Hilfe holen. Ich muss Dad holen. Nur er kann John noch retten. Los, schnell! Ach, du meinst den Besoffenen in den Trailer da hinten? Ja, das klingt nach einer wunderbaren Idee. Durchhalten, Bruder. Ich hole jemanden. Wir kommen und retten dich. Mamas Arbeit ist zu weit weg. Ich schaffe das nicht rechtzeitig. Nicht so wirklich. Gucken wir mal, ob der Vater hier gewillt ist, uns zu helfen. Schnell, John steckt in einen Brunnen! Er ist drin! Verschwinde, du Nervensäge!
Ja, dann hätten wir ein Maul weniger zu stopfen, oder? Der Typ, Mann. Bitte, Dad, komm, ich bitte dich. John stirb, Dad. Was bitte. Hab ich gesagt? Bitte, 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 Dad, du musst John retten. Ich hab's versucht, wirklich. Er will nicht. Bitte stirb nicht, John. Du darfst nicht sterben, John. Bitte. 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 Vergiss nicht, Scotty. Scotty. Das Geheimnis wäre gelüftet. Der Zwillingsbruder von John Shepard ist Scotty. Wie kann man als Elternteil so reagieren? Es ist... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Das ist ein Verhalten, das nicht akzeptabel ist, wenn man das so will, ja. Und ich glaube, man versteht, wer Scotty sein soll, nämlich Scott, verdammt nochmal. Der Flash sitzt tief. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Und es ist sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Er bereitet sich hier drauf vor. Alles, was wir gefunden haben, alles, was wir mitgenommen haben, was wir bekommen haben von den Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Alles wird aus dem Weg geräumt. Und auch das. Auch dieser Brief. Mehr Zeug rum. Ja, es ist fast nicht vorstellbar, eigentlich. Es ist fast nicht vorstellbar, was die ganze Zeit passiert ist, ohne dass wir es gemerkt haben, eigentlich. Ich lasse es einfach mal wirken, denn ich denke, das ist wirklich für viele ein extremer Flash. Dass letztendlich er es die ganze Zeit war. Er, dem wir vertraut haben. Und dem wir dachten, er ist ein guter Kerl. Hing da die ganze Zeit. Aber sowas von mit drinne war der Auslöser. Er war auch der Kerl auf dem Video. Und das Katana hing, by the way, an der Wand, sehe ich gerade eben. Es kam nicht aus seinem Ärmel oder irgendwo anders her. Es hing an der Wand. Alles in Ordnung.
Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wo ich dieses Spiel zum allerersten Mal gespielt habe und ich an dieser Stelle angelangt bin und ich einfach im Prinzip versucht habe, meine Kinnlade irgendwie wieder unterm Teppich vorzuholen. Was nicht gut funktioniert hat, die ist bis heute noch da unten. Also, extrem krass, ja, Scott. Unser Freund Scott, der gute Scotty, war die ganze Zeit der Kerl, nach dem alle gesucht haben. Und Madison steht vor seiner Tür und hoffentlich geht das gut für sie aus. Sie weiß, glaube ich, noch nicht so wirklich 100%, dass sie ihn vor sich hat. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Bis dahin, haut rein.